Der Sebangao-Nationalpark, für den sich Krombacher zusammen mit dem WWF seit Juni 2008 einsetzt, liegt in der indonesischen Provinz Zentral-Kalimantan auf Borneo, einer der größten Inseln der Welt. 568.000 Hektar umfasst dieses Naturgebiet im Pazifik. Zweimal hätte das Saarland darin Platz. Größtenteils ist es von tropischem Torfmoorwald überwachsen, einem sumpfigen, bis zu 8000 Jahre alten Ökosystem mit reicher Pflanzen- und Tierwelt. Die dortigen Bäume stehen auf einer bis zu 12 Meter dicken Torfschicht aus halb zersetzten Pflanzen, die sich über tausende von Jahren aufgetürmt hat und mit Wasser vollgesogen ist. In diesem Boden sind immense Mengen Kohlenstoff gespeichert. Normalerweise verhindert die Sättigung mit Wasser, dass der Kohlenstoff sich mit Sauerstoff zu Kohlendioxid verbindet und in der Atmosphäre den Treibhauseffekt verstärkt. Doch auf Borneo wurden jahrzehntelang große Teile des Waldes abgeholzt. Die für den Holztransport gebauten Kanäle entwässern dabei die Böden. Waldbrände häufen sich, zerstören die Vegetation und lassen den gespeicherten Kohlenstoff aus dem ausgetrockneten Torf entweichen. Der 2004 gegründete Sebangao Nationalpark verhindert eine weitere Abholzung in Südborneo. Der WWF baut Dämme in die Kanäle, um die Waldfläche neu zu bewässern und forstet anschließend Lücken wieder auf. Krombacher stellt der Naturschutzorganisation dafür 2 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt soll eine Fläche von 176.000 Hektar wieder vernässt und zum Teil aufgeforstet werden.